Hallo Leute, weiter geht's mit Starfield. Ich bin nur eben mal schnell zur Loge gesprungen. Das geht auch aus anderen Systemen. Ja, so schnell reist man hier in Starfield. Vielen wird das, schätze ich mal, nicht gefallen. Vielen wird's gefallen, weil die sagen, ja, damit spart man sich natürlich Zeit. Aber ich bin da skeptisch. Also ja, man spart sich Zeit, aber es geht doch auch echt viel Feeling weg, wenn man den Planeten anfliegt und dann dort zu landen. Das fällt alles raus. Wenn man genügend Treibstoff in seinen Tanks hat und genügend Sprungreichweite mit dem Raumschiff, ist man instant da. Von einem Planeten zum anderen kann man dann springen. Wir werden erstmal noch ein bisschen die Hauptquest verfolgen, weil wir haben ja noch uns nicht festgelegt, was wir denn hier mit unserer Karriere anfangen wollen. Was mir bisher am besten gefällt oder am meisten mit Spaß macht, sind die Weltraumkämpfe. Das Plündern hat Spaß gemacht und was ich mir unbedingt noch anschauen möchte, bevor wir uns entscheiden, also keine Angst, wir werden uns ja wie gesagt alles anschauen, bevor wir eine endgültige Entscheidung treffen. Man kann ja auch alles Mögliche machen, muss sich nicht spezialisieren, aber ob das dann halt so gut ist, wir werden es sehen. Außenposten gründen. Das könnte man halt noch so ja, im Hinterkopf behalten, dass man vielleicht so Minen-Außenposten gründet, dass wir damit unser Geld verdienen. Dann bräuchte man aber natürlich ein dementsprechendes Raumschiff, wo man große Mengen an Erz wegbekommt. Oder aber wir werden halt sowas wie eine Scavenger, also so ein ja, Indiana Jones für Arme. Dass wir die Ruinen oder so untersuchen. Jetzt scheint es zu einer Zwischensequenz zu kommen. Nö, hä? Sind wir hier rausgegangen? Aber stand doch, wir sollen mit dem Noel reden. Da geht's gar nicht zu Noel. Der ist doch hier drin. Oder hier hinten irgendwo sein. Da. Ach, das ist die Frau. Ich fühle mich hier vom ersten Tag an wie zu Hause. Diese Leute sind meine Familie. Ich hoffe, dir geht es auch so. Das war unglaublich, oder? Die Artefakte, meine ich. Sorry, das ist sicher alles ein wenig überwältigend für dich. Wobei, ein wenig ist wohl ganz schön untertrieben. Ich bin Noelle. Freut mich, dich kennenzulernen. Und danke, dass du uns das Artefakt gebracht hast. Kein Ding. Sarah hat was von einem Zimmer für mich erzählt. Ihr scheint viel über dieses Artefakt zu wissen. Mich würde interessieren, ob es außer den Fakten noch andere Dinge zu erkunden gibt. Die Vision, die ich hatte, was denkst du, was das war? Wie lange arbeitet ihr schon an der Sache? Mich würde interessieren, ob es außer den Fakten noch andere Dinge zu erkunden gibt. Selbstverständlich. Es gibt unzählige Planeten, die noch nie ein Mensch betreten hat. Und alles, was wir über sie lernen, ist wertvoll. In der Auftragsbörse siehst du, wenn wir nach was Bestimmtem suchen. Nach spezieller Alienflora oder Fauna oder nach einem Planeten mit gewissen Eigenschaften, die zum Beispiel Leben ermöglichen. Sieh dir die Constellation Auftragsbörse an. Aha. Also da hat er etwas von einem Zimmer für mich Du erzählt. willst also eine Weile bleiben? Gut. Ich glaube, wir finden schon was für dich. Und auf dem Weg kann ich dich ein wenig rumführen. Geht los, Noel. Also, die Bibliothek kennst du ja schon. Walter ist ziemlich stolz auf die Sammlung, aber Matteo hat nicht wenig dazu beigetragen. Die Gärten sind hier raus. Wenn du mal ein wenig in Ruhe nachdenken willst, Betonung liegt auf Ruhe, meistens zumindest. Wo raus? Gehen wir rauf. Hier raus oder was? Der Gründer der Constellation, Sebastian Banks, hat den Laden hier vor Jahrzehnten errichtet. Damals war das wichtig, doch mittlerweile kennt man uns in der Stadt kaum noch. Grunzen alle. Außer die gute Noelle. Die
finde ich bis jetzt am sympathischsten. Die Sarah hat irgendwie was, keine Ahnung, was Komisches. Der andere Typ, der uns klar angegriffen hat, erst recht. Aber die finde ich ganz sympathisch, ja. Das ist die Bar. Gewöhnlich ohne Bedienung. Also greif ruhig zu. In Maßen natürlich. Dann mal sehen, das Zimmer. Du hast Glück. Wir sind bereits fast voll, aber ein Zimmer gibt es noch für dich. Kochstation. Prima, dass hier so viel los ist. Händler wäre halt auch noch eine Variante, aber da musst du auch erstmal die ganzen Planeten abklappern. Was ja mit der Schnellreise funktioniert, wie okay, das schnell hier geht. Schläfst du. Aufenthaltsraum auf der einen Seite, da ist es ruhig. Matteo ist auf der anderen, das ist vielleicht nicht so ruhig. Bestimmt hat Sarah für uns alle etwas geplant. Ich gehe lieber wieder zurück, will sie nicht zu lange warten lassen. Viel Spaß! Alles klar, mach's gut, Noel. Ist bestimmt Matteo, oder? Das ist gar nicht in seinem Zimmer. Dann lasst uns mal in unser Zimmer gehen. Chronomark-Ohrengehäuse. Aha. Lager. Transfer. Da ist nichts im Lager. So könnten wir jetzt hier was reinwerfen. Testen wir das mal. Jetzt müsste das im Lager sein, oder? Ja. Können wir schlafen gehen? Wir können es halt als Lager nutzen. Ja, nicht nehmen. Ich wollte mal nachschauen, wie viel hier reinpasst in das Lager, aber da steht nichts da, oder? Masse? Sollen wir mal irgendwas reinwerfen? Das ist das, was wir jetzt mit uns rumschleppern. Schleppern. Rumschleppen. 58 von 145 Q. Im Lager können wir unendlich einlagern oder was? Aber das wäre auch Quatsch. Aber auf jeden Fall könnten wir die Ressourcen. Gab es ein Lager auf dem Schiff? Doch, auf dem Lager. Auf dem Schiff gab es auch ein Lager. Nee. Alles nehmen. Das Lager lassen wir erstmal frei. Ein Labor hatten wir da auch noch gesehen. Boah. Wie so ein Labyrinth, wartet mal. Also unser. Das tut bei dem großen Schiff, das ist unser. Unsere Kajüte. Können wir die Tür auch wieder schließen? Ja. Hauptquest: die alte Erde. Ich sprich mit Sarah. Das ist das, was wir alles schon gemacht haben. Fraktion. Die Aktivitäten. Sieht ihr die Constellation Auftragsbörse an? Da müssen wir mal gucken, wo die ist. Sieht ihr die Constellation Auftragsbörse an? Wo gibt's denn die Constellation? Wartet mal, da gibt's doch, dass wir das hier festmachen können. Genau. Hier sind wir wieder bei der guten Noelle. Pharmazeutisches Labor hatten wir uns in einer der Folgen schon angeschaut.
Können wir irgendwelches Zeug zusammenbrauen? Die Auftragsbörse scheint, denke ich mal, unten zu sein. Gab es da irgendwo Treppen hier? Ich hoffe, Ihr Quartier ist zu Ihrer Zufriedenheit. Ja, alles super. Da. Wow. Also im Keller ist dann nochmal wie so ein, ja, alles mögliche. Waffenbank. Krass. Anzugswerkbank. Industrielle Werkbank. Oh Gott. Forschungslabor. Pharmazeutisches Labor. Kochstation. Und hier haben wir die Auftragsbörse. Analysiere Arachna im System Delta Pavonis. 2000 Credits. Wir suchen erfahrene Entdecker zur Analyse von Arachna im System Delta Pavonis. Orte Aussterbeereignis im System Altair. Wir suchen erfahrene Entdecker zur Ordnung eines Planeten mit Aussterbeereignis im Altair-System. Dieses erfordert unter Umständen die Untersuchung mehrerer Planeten innerhalb des Systems. Ne, danke. Orte Gaslebensform im System Kumasi. Ebenfalls Planetenscannen anscheinend. Credits gibt es aber ordentlich hier dafür. Aber, ach, das Erkunden von Planet zu Planet springen. Man muss ja gar nicht mehr fliegen. Industrielle Werkbank. An der industriellen Werkbank kannst du einfache Komponenten herstellen, die zum Bauen von Gebäuden für deine Außenposten und zur Herstellung von Fertigungsmods für Waffen und Ausrüstung verwendet werden kann. Die Ressourcen für hergestellte Komponenten erlangst du auf Planeten oder Monden, indem du dort einen Außenposten und Ressourcenextraktoren errichtest. Das werden wir bestimmt in einer der nächsten Folgen mal machen. Fortschrittlichere Komponenten können mit Hilfe von Fabrikatoren in Außenposten hergestellt werden. Ach du grüne Neune, dann musst du das alles herstellen hier. Reaktives Messgerät. Also das Zeug zu herzustellen, ich denke mal, das wird jetzt nicht das Problem sein, nur halt die verschiedenen Komponenten zusammenzukriegen. Wie zum Beispiel dieses reaktive Messgerät da. Man kann da auch nicht draufklicken. Was ist denn mit Orten? Ach so, dann zeigt es uns das wahrscheinlich hier jetzt im HUD an, oder? Nö. Symmetrischer Magnet. Da können wir jetzt zum Beispiel, das würde mich mal interessieren, dieses reaktives Messgerät. Auch hier noch herstellen. Reaktives Messgerät. Doch, können wir hier herstellen. Aha. Ach, das ist eine Komponente. Das ist gar kein Werkzeug. Schaut mal. Boah. Schwerelosdraht. Den braucht man auch für irgendwas. Das sind nur die Anfänge, Leute. Man weiß, was es da noch alles so gibt. Da kannst du dich austoben hier. So, das ist jetzt für unseren Anzug irgendwelche Sachen, die wir anscheinend dann herstellen könnten. Nee, das haben wir im Inventar. Constellation Rucksack. Da können wir noch Modifikation dran schrauben. Extra Kapazität. Alter Schwede.
Wir haben ja im Moment diesen Anzug hier an. Was gibt's denn da für Mods? EM-Abschirmung. Brauchen wir aber Polytextil, haben wir gar nichts davon da. Kupfer haben wir da, ja. Platz 1. Ach nee, das ist schon dran. Oder wie? Schussabschirmung. Installiert. Ne, das ist noch nicht dran. Wir könnten es dran bauen, wenn wir denn die Teile für hätten. Kosmetikum. Schussabschirmung. Das erhöht den physischen Widerstand um 5%. Fasern hätten wir. Kosmetikum brauchen wir. Kosmetikum. Ich will das nochmal durchspielen, um zu sehen, wie das funktioniert halt hier. Das Kosmetikum können wir dann wahrscheinlich wo herstellen? Kann man das auch hier herstellen? Nee. Kosmetikum. Können wir es auch nicht herstellen? Wo bekommt man denn Kosmetikum her? Waffenwerkbank wahrscheinlich eher auch nicht. Hier? Nö. Müssen wir das erst erforschen? Kann ich mir aber auch nicht vorstellen. Kochstation, Kosmetikum? Denk mal eher nicht. Nee. Können wir Mods für die verschiedenen Waffen dran montieren? Forschungslabor. Leistungsboost, derzeitige Küche, Roboter, Anzugmod. Keine Ahnung, wo wir Kosmetikum herbekommen. Na gut, das sind halt alles Erfahrungswerte, die man da im Spiel dann nach und nach wahrscheinlich mitbekommt. Das ist ja ein riesengroßes Lager hier. So ein riesengroßer Bereich nochmal im Keller. Der Umfang vom Game ist schon heftig, ey. Das werde ich bestimmt noch öfters mal sagen. Okay. Dann lass uns mal so einen Außenposten gründen. Habe ich Bock drauf. Hier. Platziere per Handscanner ein Außenpostensignal. Wollen wir das hier auf New Atlantis machen? Was gab es denn hier für Ressourcen? Wasser. Blei. Chlor. Argon. Was? Chlorsilane. Keine Ahnung, was das ist. Wir werden uns mal anschauen, was wir denn für Ressourcen brauchen, wenn wir so einen Außenposten gründen wollen oder bauen wollen. Also die meisten Ressourcen. Aluminium, Eisen. Eisen. Oh Gott, schaut mal, was das alles für Zeug gibt. Was ist das denn? Isotopisches Kühlmittel. Kobalt, Nickel. Aluminium und Eisen. Das denke ich mal mit, was wir am meisten halt benötigen. Aluminium und Eisen. Also suchen wir uns einen Planeten. Ja, einfach mal so einen Planeten suchen, wo es Aluminium und Eisen gibt.
vielleicht noch Kupfer, Aluminium, Eisen, also so generell halt Erze. Aber Aluminium, Eisen, Kupfer, Beryllium, das wäre ideal. Oh, Medipack. Gib mal her hier. Ich hoffe, die Dinger werden aufgefüllt. Modifizierte Crandall. Danke dafür. Das sagen wir nicht nein. Schaut euch das mal an. Die ist dreimal so gut wie unsere. Die Feuerrate ist geringer. Die nehmen wir trotzdem mit. Die nehmen wir rein hier. Wieso ist denn da ein Ausrufezeichen? Schrotflinte. Coachman. Ach, das ist so. Ach nö. Maschinenpistole ist besser. Das ist. Die schießt halt nur Einzelschuss. Das ist genau das Richtige für uns hier. Wartet mal, wo stellen wir? Können wir auch Munition herstellen? Waffenwerkbank. Wo kriegen wir Munition her? Hier nicht. Forschungslabor? Nee. Ich habe es nirgendwo gelesen, dass wir irgendwo Munition herstellen können. Waffen. Das sind nur Modifikationen, die wir herstellen können. Na, finden wir schon heraus. Wir wollen jetzt einen Planeten finden, wo es halt Erze gibt und dort einen Außenposten gründen. Gibt es denn hier in Alpha Centauri so einen Planeten? Sternstation gibt es da. Temperatur Inferno. Wir werden das System wahrscheinlich verlassen müssen. Wartet mal, hier gab es Eisen auf dem Mond. Kupfer, Nickel, Eisen, Zampka. Aber ob so ein Mond das Richtige ist für den ersten Außenposten, Leute? Nickel, Eisen, Aluminium gibt es halt leider nicht. Na komm, wir testen das mal. Scan nicht möglich. Wieso nicht? Weil wir nicht vor Ort sind. Kurs festlegen. Schwupps, und so reist man zum nächsten Planeten. Was wollt ihr von uns? Schießen die auf uns? Nö. Ja, die sind halt unser Feind. Wir scannen erstmal hier. So. Landeziel festlegen. Raumschifftrümmer. Du kannst keinen. Während des Kampfes keinen Schnellreisenantrieb machen. Diese blöde Uzi Death halt. Stufe 6. Die kämpfen aber auch noch gegen irgendwelche anderen. Können wir vor denen davonfliegen?
wieder auf. Gib auf! Wo sind die denn? Also, ich sehe keine mehr hier. Unsere Schilde werden auch nicht beschädigt. Das ist 11 Kilometer entfernt. Muss da bald mal ausreichen. Versuchen wir nochmal zu landen. Das zählt immer noch als Kampf. Du hast keine Chance. Das sind 14 Kilometer entfernt. 15 Kilometer. Wir wollen doch nur auf dem Planeten landen, geht uns noch nicht auf den Zeiger. Ich würde auch dieses Kopfgeld bezahlen, aber wissen wir nicht, wie es geht. Die sind auch nicht mehr rot. Weiß nicht, warum wir noch im Kampf sind. Kann man mit denen kommunizieren irgendwie? Alter Schwede. Vor allem, wir kommen ja jetzt mit den Schnellreisen überhaupt nie weg. Wir müssen uns mit denen anlegen. Muss das doch irgendwie loswerden, dieses blöde Kopfgeld. Da greifst du einmal nach einem Klebeband und hast dein Leben lang Kopfgeld drauf. Skillpunkte. Solange wir nicht wissen, was wir machen wollen, warum dann Skillpunkte ausgeben? Sieht man irgendwo, wie weit das Gebiet dieser UC-Dev da geht? Weiter rausscrollen geht nicht. Wow, es geht nach Level. Habt ihr das gesehen? Oben links steht die Level. Level 40. Alpha Centauri ist Level 1. Sirius, verschiedene Sternensysteme, Level 5. Level 20. Wolf. United Colonies. Fraktion UC. Alpha Centauri ebenfalls UC. Fliegt mal einfach irgendwo hin, wo die UC halt nicht ist. Die sollen uns doch mal am allerwertesten besuchen kommen. Barnards Stern. Level 1. Aber ich würde ganz gern nach Sirius fliegen. Was ist denn Zepap? Ach, das ist noch ein anderer Stern. Wartet mal näher ran. Nö. Sirius auswählen. Sprünge 1. Sprungdistanz 16 Lichtjahre. Ach, springen kann man. Mhm. Ab nach Sirius.
dauert eine Weile, weil wir hatten ja viel vom Gravitationssprungantrieb weggenommen. Das sieht cool aus, die Gravitationssprünge. Sirius, oh, Asteroiden. Gibt es Asteroiden-Mining? Ich weiß es nicht. Weil man kann ja halt die Planeten anfliegen und da Mining betreiben. Warum sollten die dann noch Asteroiden, warum sollte die Menschheit dann überhaupt noch Asteroiden abbauen, wenn es ganze Planeten auszubeuten gibt? Anvisieren kann man die nicht. Zur Karte, ja, wir schauen uns die Karte gleich an. Wir wollen bloß mal hier ein bisschen vom Tempo wegnehmen. Nicht, dass wir gegen so einen Asteroiden krachen. Also, Karte anschauen. Ein Gasriese. Scan nicht möglich, weil wir wahrscheinlich zu weit weg sind. Scheint es aber auch nicht wirklich viel Ressourcen zu geben. Was war denn AI? Ach, Aluminium, Chlor, Kupfer. Hier gibt es wieder kein Eisen. Sirius 2. Eisen, Uran, Argon, Helium, Wasser. Kalter Planet, Atmosphäre, Standard. Da ist ein Schiff. Sirius 2a. Es wird halt schwierig, auf einem Planeten alles zu bekommen, was wir wollen, befürchte ich. Aber wir hätten in dem Planeten, also wir hätten Nickel, wir hätten Chlor, wir hätten Uran. Ich glaube, Aluminium gab es auch. Eisen gibt es hier. Argon brauchen wir auch. Dass wir kleinere Bergbausiedlungen halt hier hinsetzen. Da gibt es Eisen auf Sirius 1. Hier gibt es auch Eisen. Wir fangen mal mit einer ganz einfachen Basis an. Eisen und Aluminium wäre halt schön, wenn das auf einem Planeten oder Mond wäre. Haben wir aber nicht. Kommt, wir fliegen jetzt erstmal hier hin und bauen dort auf diesen Mond einen Außenposten. Da werden wir sehen, wie uns das gefällt. Mögliches Sonderschiff identifiziert. Ruf eingeleitet. Was für ein Schiff? Ruf wird ausgeführt. Was ruft jemand? Sammelteam, möchten Sie an Bord kommen? Was, Sammelteam? Über welche Art Sammeln reden wir hier? Das Analyseschiff. Ja, komm. Lebenserhaltungssysteme sind in Betrieb. Öffne Luke für Einstieg. Geh an Bord des Schiffs. Machen wir.
Er müsste auch auf uns warten. Ist das ein UC-Schiff? Schiff. Andocken, ja. Lange gedrückt halten. Sprich mit dem Captain. X einsteigen. Zum auf dem Analyseschiff. Minibot. Ja, wo ist denn der Captain? Da oben scheint er zu sein. Das Erstkontaktprotokoll erfordert eine schrittweise Reaktion. Alle Ressourcen sind vertraulich, persönliche Nutzung untersagt. Roboter. Mhm. Ja, und was können wir jetzt hier bei euch machen? Wir haben eine Reihe von FRBs, Fast Radio Bursts, in einem System in der Nähe bemerkt. Die Quelle ist jedoch unbekannt. Für Notfälle führt das Schiff Materialien für den menschlichen Verzehr an Bord mit. Die Signale werden in Lichtgeschwindigkeit gesendet. Eine außerirdische Übertragung würde also wohl von einer lebenden Zivilisation stammen. Ich glaube, wenn das so rot ist, dann bedeutet es, dass wir das stehlen würden. Computer kann man benutzen. Robotersteuerung. Wir vergreifen uns da mal lieber nicht dran. Aha, wir sind nicht befugt, dieses Schiff zu fliegen. Haben wir uns schon gedacht. Ja, und was können wir jetzt hier mit bei euch machen? Wir sollen mit dem Captain reden. Wir können zum Beispiel von der Orbitalbewegung eines Neutronensterns oder frühen UB-Sterns. Das scheint halt nur ein Roboterschiff zu sein. Dieses Schiff wird von einem Autopiloten gesteuert. Im Rahmen des Konzepts der hybriden Arbeitsumgebung ist das Cockpit aber für Menschen zugänglich. Willkommen, wertvolles Teammitglied. Möchten Sie sammeln oder beobachten? Ich bin hier, um zu kassieren. Ich bin als Beobachter. Ich bin wegen nichts von alledem hier. Warum gibt es keine Menschen in dieser Crew? Personal bringt zusätzliche Kosten mit sich, durch die das Projektbudget überschritten werden würde. Fiskalische Effizienz wird zwar jährlich neu bewertet, Trends deuten jedoch darauf hin, dass eine menschliche Crew kostspieliger wäre als Roboter. Was? Schöne neue Welt. Ich bin hier, um zu kassieren. Abgeschlossen. Genießen Sie im Pausenraum ein kostenloses Getränk, ehe Sie gehen. 1000 Credits hinzugefügt. Wofür haben wir jetzt die 1000 Credits bekommen? Ich habe keine Ahnung. Funkortungsdaten übertragen. Suche folgendes in Höhle auf Sirius 2. Keine Ahnung. Wo wir jetzt die 1000 Credits herbekommen haben, aber ja, sagen wir nicht nein. Minibot. Alles klar bei dir? Ja, wir wollen wieder auf unser Schiff. Macht's gut. Wieso sind wir eigentlich aus der Ego-Perspektive raus? Ab zur Frontier. Und auf nach Sirius 2A.
Ach so, wir sind nur angedockt. Müssen wir abdocken. Aus dem Sch von dem Schiff. Space. Wow, war das laut. Dann scannen wir das mal. Gab es hier diese Höhle? Anscheinend nicht. Dann war es auf Sirius B. Scan nicht möglich. Warum nicht? Weil wir zu weit weg sind. Kurs festlegen. Industrieller Außenposten. Höhle. Verlassene Ekliptik Garnison. Chlor, Nickel, Uran. Das Ding ist, wir brauchen halt als allererstes wahrscheinlich erstmal Eisen. Das gibt's hier auf Sirius 2a. Keine Fauna, keine Flora. Ja, lasst uns erstmal hierhin fliegen. Denkt ihr nicht auch? Wir gucken es uns erstmal an. Landeziel festlegen. Ach, kann man nicht, oder wie? Ach, das musst du dann manuell sagen, wo wir hin wollen. Aha. Ja, wird das nie Ressourcen anzeigen, genau. So. Eisen. Dorthin, wo es Eisen gibt. Und am besten eine Stelle, wo wir dann auch noch irgendein anderes, andere Ressource relativ easy bekommen. Argon zum Beispiel. Gibt es da eine Stelle, wo man alle drei Ressourcen relativ nah beieinander hat? Oder besser gesagt, alle vier Ressourcen. Eisen, Helium 3, Wasser, Argon. Das Uran wäre dann hier ein bisschen weit weg. Aber dann ist es halt so, oder? Hier gibt es wiederum nichts. Da kommt. Lasst uns mal hier landen. Außenposten gründen. Da landen wir. Atmosphäre ist dünn. Ist sie atembar? Wir werden sehen. Extreme solare Strahlung. Das ist das Schiff. Und wenn wir jetzt sagen, wir wollen, platziere Handscanner per Handscanner einen Außenposten, genau. So, das wollen wir machen. Handscanner aktivieren. Das sind die Eisenteile. Da hinten ist irgendwas Unbekanntes. Das hat es uns aus dem Orbit nicht angezeigt. Da hinten. Das finde ich wiederum cool, dass man nicht alles von oben erkennen kann. Scannen. 1 von 6, Eisen gescannt. Platziere per Handscanner ein Außenpostensignal. Wie machen wir das? Außenposten.
Ja. Ja, wir haben Eisen hier. Hier wollten wir ja das Teil bauen. Krass. Ressource Eisen. Bestätigen. Platzierst du ein Außenpostensignal, kannst du Objekte und Gebäude bauen. Mit Q und E kannst du durch die Baumenükategorien schalten. Mit Tab wechselst du in den Modifizieren-Modus. Um Außenpostenprojekte zu bauen, brauchst du Items und Ressourcen. Beim Bau eines Objekts werden die Materialkosten automatisch aus deinem Schiffsfrachtraum oder Inventar abgezogen. Alter Schwede, Leute. Können wir hier so einen Extraktor? Nee. Wer kann nicht gebaut werden? Muss auf einen Ressourcenadler gebaut werden. Ja, das hier ist die Ressourcenadler. Werden das Material schon? Betriebskosten? Oh, Energie. Können wir es auch drehen? Orten bauen? Modifizieren? Scheint, lässt sich. Muss ich doch drehen lassen. Z und C. Ach, damit kann man dann die verschiedenen Sachen durchschalten. Sonstiges Scan Booster. Ausstellungspuppe, Lagerkiste. Alter Schwede. Geschütz brauchen wir ja nicht. Hier gibt es keine Flora und keine Fauna. Kochstation, industrielle Werkbank. Außenposten, Luftschleuse, Wohnmodul. Gasspeicher, Betriebsschalter, Solararray produziert viel Energie. Wir bauen erstmal diesen Extraktor, komm. Eisenextraktor. Aha, mit links dreht man. Muss da auch erstmal drauf kommen. Wir sehen jetzt halt nicht, was hier unten, wie viel davon, also wie viele Ressourcen es gibt. Aber wir knallen das Teil jetzt hier einfach mal hin. So. Extraktor. Eisen benötigt Energie, um zu funktionieren. Was? Achso, der Extraktor Eisen benötigt Energie, um zu funktionieren. Errichte über die Kategorie Energie eine Energiequelle, um das Objekt zu versorgen. Machen wir doch glatt. Energie. Kraftstoffgenerator, Windturbine. Ist hier überhaupt Wind? Können wir denn die bauen? Handscanner. Wir müssen nochmal einen Handscanner aktivieren. Außenposten R. Ja, wir brauchen Energie, ist uns schon klar. Ausgabelink herstellen, Baumodus. Solararray. Das wollen wir hinsetzen. Zwei Stück werden wir davon benötigen. Und jetzt funktioniert der Extraktor oder wie? Tatsächlich, der macht los. Dann noch irgendwelche Daten jetzt dazu. Produziert Eisen. Kann sich nur um Stunden handeln. Da sollte man sich vielleicht auch eine Liste machen, wo man irgendwelche Außenposten gegründet hat, oder?
Ich will jetzt wissen, wie viel der hier produziert. Also nochmal Handscanner. Er Außenposten. Produktion 1,66 in der Minute. Wie viel kann der dann hier speichern? Wissen wir nicht. Ausgabelink herstellen. Das können wir doch auch so rausholen, oder? Man kann das dann sicherlich alles automatisieren, vielleicht mit Roboter betreiben. Ah, zweimal Eisen. Naja, da haben wir unseren ersten Außenposten errichtet, wo wir Eisen abbauen. Nett, oder? Also das Bauen ist von so einfachen Außenposten absolut easy. Man braucht bloß die Ressourcen, klickt an, was man haben will und bums, ist es da. Instant. Kann man sich ein übelstes Bergbau-Imperium schaffen. Das ist schon verlockend. Oh Gott, Leute, 52 Minuten, komplett überzogen. Scheibenkleister, aber wir haben unseren ersten Außenposten gekrönt. Schön ist was anderes, ja, aber es spuckt Eisen aus. Das ist doch die Hauptsache, oder? Mich würde mal interessieren, ob es das auch anzeigt. Sirius 2A Außenposten. Ja, den zeigt es an. Können wir den umbenennen? Das wäre halt wichtig. Damit man gleich weiß, ah, dort gibt es Eisen. Na, finden wir schon noch raus. Gut, jetzt müssen wir auch wirklich Schluss machen, ey. Leute, Däumchen nach oben, was in die Kommentare und ganz, ganz wichtig, rechts unten nicht vergessen, Abo da lassen. Motiviert ohne Ende. Ohne Witz. Also, vergesst das Abo nicht. Wir sehen uns in der nächsten Folge zu Starfield. Bis dahin, bye bye. Euer Sadu.